Top 5 Gaming-Stühle. Wie man sich bettet, so liegt man. Auch wenn dieses schöne Sprichwort von Bertolt Brecht eigentlich eine eher philosophischere Ausrichtung hat, so lässt es sich doch trefflich im wörtlichen Sinne auf die Art zu sitzen übertragen. Je besser der Stuhl, desto besser sitzt du und desto länger hältst du bei Gaming-Sessions durch. Diese können ja bekanntermaßen schon mal etwas länger dauern und deswegen solltest du zusätzlich zu deiner Gaming-Hardware auch besonderes Augenmerk auf deinen Gaming-Stuhl richten. Das ist zum einen eine Frage des Komforts. Zum anderen aber setzt du deine Gesundheit aufs Spiel, wenn du dauerhaft falsch sitzt. Deine Schultern sowie deine Nacken-, Brust- und Lendenwirbelsäule werden es dir danken, wenn du sie mit einem ergonomischen Gaming-Stuhl unterstützt. Und so schauen wir uns in diesem kurzen Video die maßgeblichen Eigenschaften unserer persönlichen Top 5 an. Wir beginnen wie immer mit dem Modell für den kleinen Geldbeutel und steigern uns dann langsam in preislich höhere Sphären. Den Anfang macht der Songmix Gaming-Stuhl, den du für 160 Euro erwerben kannst. Der Stuhl ist eine Kombination aus Stahl und schwarzem Kunstleder und bietet auch großen Menschen einen angenehmen Sitzkomfort. Die breite Sitzfläche, die hohe Rückenlehne sowie die zulässige Maximalbelastung von 150 Kilogramm zeugen davon. Die Lehne lässt sich zwischen 90 und 135 Grad neigen und arretieren. Die Armlehnen sind höhenverstellbar. Die verarbeiteten Schaumstoffe sind formstabil. Das heißt, die elastische Polsterung gibt nur geringfügig unter deinem Körpergewicht nach und nimmt auch immer wieder ihre ursprüngliche Form an. Der Stuhl ist sauber verarbeitet, ein Kopf- und Lendenkissen sind im Lieferumfang dabei. Insgesamt für diesen Preis ein wirklich solides Angebot. Für 10 Euro mehr bekommst du den GT Player Gaming Stuhl, welcher für 170 Euro Kaufpreis zu haben ist. Was sofort auffällt, sind die kräftigen Farben, die zum schwarzen Grundton einen schönen Kontrast bilden. Auch dieser Gaming-Stuhl besitzt einen Stahlrahmen und einen Kunstlederbezug. Die Polsterung dazwischen ist straff, aber nicht hart und bietet Menschen bis 140 Kilogramm angenehmen Komfort. Die Lehne lässt sich zwischen 90 und 150 Grad neigen und ist somit auch bestens für den kurzen Powernap zwischendurch geeignet. Zudem kannst du die Lehne arretieren oder wippen lassen. Die Armlehnen lassen sich ebenfalls höhenverstellen. Die Rollen sind zwar aus Plastik, haben aber einen Gummibezug, was deinen Fußboden schont und weniger Lärm macht. Ein echter Pluspunkt. An der Verarbeitung gibt es auch nichts auszusetzen. Nackenkissen und Lendenstütze werden auch hier mitgeliefert. Einen ordentlichen Preissprung machen wir mit dem Corsair T3 Rush. Für 280 Euro bekommst du einen Schreibtischstuhl, der eher an einen Gang ins Büro als an eine Gaming-Session erinnert. Das etwas schlankere Design sowie der hell- oder dunkelgraue Bezug aus atmungsaktivem Stoff verleihen dem T3 ein weniger martialisches Aussehen. Der weiche Bezug fühlt sich wärmer an als beispielsweise Kunstleder und sorgt auch dafür, dass du nicht in deinem eigenen Sud badest. Die darunter sitzenden Polster sind aber genau so straff, dass dein Oberkörper an den richtigen Stellen unterstützt wird. Die Lehne lässt sich zwischen 90 und 180 Grad neigen. Auf diesem Stuhl kannst du also auch in waagerechter Position Pause machen. Du kannst die Lehne feststellen oder die Kippelfunktion nutzen. Zusätzlich lässt sich auch die Sitzfläche 10 Grad kippen. Die Armlehnen lassen sich in alle Richtungen verstellen. Alles zusammen gibt dir die Möglichkeit, den Stuhl optimal an dich anzupassen. Das empfohlene Höchstgewicht wird mit 120 Kilogramm angegeben. Dazu gibt es ebenfalls ein Nackenkissen und eine Lendenstütze, welche das Gesamtpaket dieses variablen Stuhls abrunden. Ganz anders gibt sich der nächste Teilnehmer unserer Top 5. Eine wuchtige Erscheinung und glänzendes schwarzes Kunstleder mit vereinzelten roten Elementen suggerieren sofort, dass du dich hier bequem niederlassen kannst. Das aufgestickte Emblem sowie die abgesteppte Sitzfläche verleihen dem Omen Citadel Gaming Stuhl eine gewisse Dekadenz, aber im positiven Sinne. Die Polster im Kopfbereich sind extra dick. Die Rückenlehne ist zwischen 90 und 135 Grad verstellbar. Das lädt zwar nicht zum Mittagsschlaf ein, eine Ruhepause vom aufrechten Sitzen kannst du aber trotzdem machen. Die Armlehnen lassen sich in alle Richtungen verstellen. Du kannst den Citadel also ergonomisch so an deine Statur anpassen, wie du es wünschst. Die extra hohe Lehne sorgt auch bei großen Menschen für ein gutes Sitzgefühl. Der Stuhl ist bis zu einem Körpergewicht von 136 Kilogramm konzipiert. Für 300 Euro bekommst du den Citadel und die obligatorischen Lenden- und Nackenkissen. Am oberen Ende unserer Preisskala tummelt sich der Backforce One. Schauen wir doch mal, ob die selbst ausgestellte Bezeichnung Premium Gaming Stuhl und der damit verbundene Preis von 500 Euro gerechtfertigt sind.
Als erstes fällt das eckige Design auf. In Verbindung mit dem abgesteppten Schulterbereich und den sehr dezent gehaltenen farbigen Regionen ergibt das Ganze ein schönes Bild. Der Backforce One beschert seinen Besitzern einen außerordentlichen Sitzkomfort durch mehrere Maßnahmen. Die auffälligste, wenn auch unsichtbare, ist die Holzschale in der Rückenlehne. Hier ist also nicht einfach ein Stahlrahmen mit Polsterung überzogen, das gibt natürlich ein ganz anderes Sitzgefühl. In der Kippelfunktion ist der Gegendruck der Rückenlehne einstellbar. Die Armlehnen lassen sich Höhen verstellen und bei Bedarf einfach nach hinten wegklappen. Du stößt also nicht mehr am Schreibtisch an. Die Sitzfläche hat zwei Kerne und sorgt über Schlitze an den Seiten für die nötige Atmungsaktivität. Als maximale Belastung sind 130 Kilogramm angegeben. Für ganz Verspielte bietet der Stuhl noch zwei Gimmicks an. Du kannst an der Rückenlehne dein personalisiertes Patch mit deinem Namen als eine Art Schulterklappe anbringen. Außerdem sind in der Rückenlehne LEDs verbaut. Der Backforce One ist sicherlich verdient der teuerste Gamingstuhl dieser Liste. Ob er aber der richtige für dich ist, weißt nur du. Welcher der 5 Gamingstühle ist dein Favorit? Wir freuen uns auf dein Feedback. Bleib gespannt, vielleicht ist auch in den nächsten Videos wieder direkt etwas für dich dabei.